Hey, schön, dass du da bist und dir Zeit für dieses Video nimmst. In diesem Video möchte ich auf folgende vier Fragen eingehen. Als erstes, was ist Mobility Training? Zweitens, wie profitierst du von Mobility Training? Drittens, warum solltest du jeden Tag Mobility Training durchführen? Und viertens, worauf musst du beim Mobility Training achten? Wenn du dir also schon einmal eine dieser Fragen oder alle dieser Fragen gestellt hast, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Beginnen wir mit der ersten Frage. Was ist Mobility Training? Hier möchte ich vorab einen weiteren Begriff einwerfen, und zwar die Mobility Arbeit. Für mich bedeutet Mobility Arbeit das Arbeiten an deiner Beweglichkeit und Funktionsfähigkeit deines Bewegungsapparates, also deiner Gelenke, deiner Knochen, deiner Muskeln, deiner Sehnen und Bänder, ebenso wie der ganzen Strukturen in deinen Gelenken. Daher ist Mobility Arbeit tagtäglich durchzuführen, um deinen Körper leistungsfähig, gesund und stabil zu halten. Mobility Training im Gegensatz dazu verfolgt den Zweck, die Beweglichkeit zu verbessern, also mehr Bewegungsausmaß zu erlangen, als du bereits hast. Sehen wir uns nun an, warum es so wichtig ist, tagtäglich an seiner Mobilität zu arbeiten. Unser Körper hat immer die Tendenz, sich zusammenzuziehen. Deine Muskeln, deine Sehnen, deine Bänder ziehen sich kontinuierlich zusammen. Dadurch verkürzt sich dein Körper jeden Tag, wo du ihn nicht durchbewegst. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, jeden Tag das Bewegungsausmaß auszuschöpfen, welches dein Körper besitzt. Wenn du das nicht tust, verlierst du jeden Tag ein Stückchen an deiner Beweglichkeit. Deshalb Mobility-Arbeit jeden Tag. Du musst keine lange Mobility-Session machen. Es reichen oft 5 bis 10 Minuten. Idealerweise bewegst du dich 5 bis 10 Minuten am Morgen durch und 5 bis 10 Minuten am Abend und verhinderst so eine Verkürzung in deinen Gelenken und deinen Muskeln. Hier wird also ersichtlich, warum du jeden Tag Mobility-Arbeit durchführen solltest. Gleichzeitig wird auch ersichtlich, warum du so sehr von dieser Mobility-Arbeit profitierst. Denn wenn du eine Verkürzung in deinen Muskeln und eine Versteifung in deinen Gelenken verhinderst, verbesserst du so auch dein körperliches, aber auch dein geistiges Wohlbefinden. Denn je freier dein Körper ist, desto freier kann dein Geist sein. Natürlich ist es bei der Mobility-Arbeit auch wichtig, dass sie zeiteffizient ist. Denn heutzutage haben wir immer mehr und mehr zu leisten und weniger Zeit für Dinge, die unserem Körper gut tun und ihn erhalten. Daher ist es sehr, sehr wertvoll, Übungen und Kombinationen durchzuführen, die sehr viele Gelenke gleichzeitig beanspruchen. Hier gehe ich auch auf die Frage ein, worauf solltest du beim Mobility Training achten? Meiner Meinung nach sind zwei Punkte sehr, sehr wichtig. Auf der einen Seite sollte jedes Gelenk in deinem Körper durchbewegt werden. Wenn du also eine Mobility-Routine durchführst, sollte diese deinen ganzen Körper mobilisieren. Also von den Füßen bis zum Kopf jedes Gelenk durchbewegen und jeden Muskel aktivieren und auflockern. Dann ist diese Mobility-Routine definitiv sehr, sehr wertvoll für deinen Körper und deinen Geist. Gleichzeitig sollten die Übungen sicher durchführbar sein, also ohne Verletzungsgefahr. Und hier musst du auf dein eigenes Limit achten. Möglicherweise ist der Kniesitz zum Beispiel noch nicht möglich für dich. Dann wäre es ideal, dich langsam an diese Position heranzutasten mit dem Vierfüßlerstand und der Kindspose. Ebenso kann es sein, dass die Hocke beispielsweise noch nicht zugänglich für dich ist. Dann wäre es wertvoll, hier langsam hineinzuarbeiten mit Unterstützungsmitteln wie zum Beispiel einer Wand oder einem Baum vor dir, um deine Gelenke und deine Muskeln langsam an diese Position heranzutasten. Worauf solltest du nun achten, wenn du eine Mobility-Routine durchführst? Erstens, dass sie alle deine Gelenke durchbewegt und alle deine Muskeln auflockert. Und zweitens, dass die Übungen sicher und verletzungsfrei möglich sind. Gleichzeitig empfiehlt es sich natürlich, die Übungen so auszuwählen, dass du in kurzer Zeit beide Punkte erfüllst. Also in kurzer Zeit deinen ganzen Körper auf eine sichere Weise durchbewegst. Hier habe ich einige Mobility-Routinen und Videos auf meinem YouTube-Kanal, die dir genau das bieten, was ich nun erwähnt habe. Wenn du also Lust hast, schau dir eine dieser Mobility-Routinen an und versuche sie in deinen Alltag zu integrieren. Jeder und jede profitiert von einer täglichen Mobility-Routine, da dadurch mehr Freiheit und Leichtigkeit in deinen Körper gelangt und ebenso in deinen Geist. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video einen Anreiz zur Mobility-Arbeit geben konnte
und deine Motivation für das Thema Mobility wecken konnte. Denn Mobility-Arbeit ist unglaublich wertvoll und wenn du einmal in diese Thematik eingetaucht bist und spürst, wie wertvoll es für deinen Körper ist, dann möchtest du es nicht mehr missen. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere doch meinen Kanal und like das Video. Und wenn dir mehrere Videos auf meinem Kanal gefallen, dann drück doch auch die Alarmglocke. Ich hoffe, du startest noch heute mit deinem Mobility-Training und wir sehen uns hoffentlich sehr bald in einem anderen Video. Bis dann, Peace!